Hallo Freunde der Filmunterhaltung, herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung zu dem Film Long Legs. In diesem Film geht es um die FBI-Agentin Lee Harker, gespielt von Aika Monroe, die mit ihrem Partner William J. Carter, gespielt von Blair Underwood, versuchen, einen mysteriösen bzw. eine mysteriöse Mordserie aufzudecken, die nicht ganz, normal zu sein scheint, denn nicht nur, dass dort okkulte Symbole gefunden werden, sondern so wie es den Anschein hat, der Mörder, der sich Longlegs nennt, gespielt von Nicolas Cage, eigentlich gar nicht die Gebäude betritt, beziehungsweise die Morde eigentlich auch gar nicht selber begeht, denn mit irgendwelchen okkulten, sagen wir mal, Ritualen bringt er dazu, die Menschen sich selbst umzubringen, beziehungsweise ihre Verwandten, Bekannten etc., die dort in der Nähe sind, alle umzubringen. Und Lee Harker hat die interessante Eigenschaft, sie kann so ein bisschen in die Zukunft sehen, beziehungsweise sie hat so einen sechsten Sinn für Gefahr und für das zu finden, wonach sie sucht. Und ja, sie versuchen, den Longlegs halt dingfest zu machen, damit er keine weiteren Morde begeht. Ja, so ungefähr zur Story. Ich bin bei dem Film so ein bisschen hin und her gerissen. Aika Monroe, die ich eigentlich bisher noch gar nicht so kenne, die kennt man auch so aus Filmen wie The Watcher zum Beispiel. Die spielt echt eine sehr interessante Rolle und sie spielt diese Rolle auch wirklich sehr gut. Genauso wie ihr Partner Blair Underwood. Den kennt man zum Beispiel aus Das verrückte Familienfest. Die spielen ihre Rolle echt gut. Man nimmt diese Sache echt gut ab. Auch gerade so wie sie versuchen, sich da in diesen Longlegs hineinzuversetzen, wie sie versuchen, wirklich seine ganzen okkulten Sachen da auf die Spur zu kommen. Und Lee Harker, die kriegt es auch raus, diese okkulten Symbole zu übersetzen und daraus eine Art Algorithmus daraus zu entziffern. Das ist schon richtig stark gemacht, wovon ich echt enttäuscht bin, aber... Boah, ist Nicolas Cage, was macht der momentan für Filme, ey? Der hat ja irgendwie Anfang des Jahres auch schon so einen Horror-Mystery-Film gemacht, der einfach nicht gut war. Und hier ist das so ein bisschen die Rolle, die er spielt, dieser Longleg. Boah, ich weiß nicht, ey. Ich weiß nicht, ich glaube, dieses Horror-Mystery-Ding, das ist nichts für Nicolas Cage, also... Der sollte dringend mal wieder das Genre wechseln. Das ist absolute Katastrophe, auch wie er optisch da dargestellt wird und das alles. Nee, also da bin ich absolut nicht, das ist es einfach nicht. Das ist es einfach nicht. Nicolas Cage sollte dringend mal wieder das Genre wechseln, weil ich weiß nicht, was mit diesem Mann aktuell los ist, aber der hat mal so geile Filme gemacht und das, was er jetzt aktuell macht, das ist absolut nur noch Müll eigentlich, beziehungsweise die Rollen, die er spielt, sind einfach nur noch Müll. Also das gefällt mir allerdings absolut gar nicht. Und damit ich bei den nächsten Kinobesuchen nicht ohne Snacks und ohne Getränke rauskommen muss, geht es jetzt erstmal weiter mit ein bisschen
Werbung. Hallo Freunde der Film- und Gaming-Unterhaltung. Hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es alles von euren Content-Creator. T-Shirts, Hoodies, Turnbeutel und noch vieles, vieles mehr. Und natürlich die Designs von Arts Expert. Also holt euch eins von den coolen Logos und holt euch den coolen Stuff nach Hause. Hier könnt ihr frei wählen, Größe, Farbe, alles was ihr wollt. Also ran da und holt euch den Stuff. Bis demnächst. So, da sind wir da. Ja, Longlegs. Mystery Horror, aber irgendwie so fehlt mir so ein bisschen so der Nervenkitzel dabei. Gute Charaktere, gerade die FBI-Agenten gefallen mir sehr gut. Der Film entwickelt sich auch in einer interessanten Richtung, so dieses ganze Okkulte und so, das gefällt mir auch alles sehr gut. Aber gerade der Star, sage ich jetzt mal, dieses Films, Nicolas Cage, nein, auf gar keinen Fall. Also das fand ich, der hat mir irgendwie so gar nicht gefallen, auch vom Optischen her und so. Klar, wie er die Leute dazu bringt und so, das ist ja alles irgendwie cool gemacht, aber nee. Das ist für mich irgendwie nicht so das, was ich von einem Nicolas Cage gerne sehen möchte. Er muss unbedingt wieder Genre wechseln. Und deswegen gebe ich den Film eher so zwischen 3 und 4 Totenköpfen. Weil der Film viele gute Aspekte hat, aber gerade der Star des Films, Nicolas Cage, reißt für mich diesen Film einfach runter. Da hätte ich viel lieber einen anderen Schauspieler für gehabt. Ja, das war meine Filmbewertung zu dem Film Longlegs. Wenn euch gefällt, was ich mache, dann schaut doch mal unten in die Videobeschreibung. Dort sind ein paar interessante Links, mit denen ihr mich unterstützen könnt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.